Hey ja, zusammen und herzlich willkommen zurück zu Dark Project Gold und so. ja, wir wollten dieses heilige Symbol heilig machen. Wie ihr seht, ist es immer noch relativ dunkel, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich sehe es auf jeden Fall. Es ist ziemlich dunkel hier. Und ich habe immer noch das Problem, dass ich relativ wenig sehe. Ich wollte extra rechtzeitig aufnehmen, damit die Sonne hier nicht so in mein Zimmer reinscheint, denn es ist wundervolles Wetter. Und was macht Yari natürlich? Sie sitzt hier und macht Let's Plays, wie immer. Nee, ich habe gerade noch so halbwegs den Zeitpunkt erwischt, dass ich hier einigermaßen ordentlich Videos machen kann. Aber es ist schon grenzwertig. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich jetzt hier aufnehmen kann. So, ich muss da drüben rein tatsächlich, nach St. Jene, um oben in die Sternwarte reinzukommen. Ist das oben oder unten? Ich meine, logischerweise oben eigentlich. Und da gibt es ein Becken, in dem ich diesen Hammer weihen kann, sozusagen. Jetzt muss ich nur irgendwie da hinkommen. Möglichst ohne, dass mich irgendwas oder irgendwer hier anfällt. Das Problem ist daran, dass ich so wenig sehe, dass hier dann natürlich irgendwas lauern kann, ohne dass ich es wirklich bemerke. So, Schnellspeicherfunktion. Ach Quatsch. Sekunde. Ne, 11 ist das, genau. Irgendwas höre ich doch schon wieder. Irgendein Zombie höre ich doch. Ich höre den, als wäre der hier direkt neben mir. Ach, da kommt er. Nee, das ist ein... Oh. Den müsste ich ja eigentlich mal direkt ausschalten. Wenn ich es schaffen würde. Tatsächlich, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Gut, ich muss hier eigentlich gar nicht mehr rein, glaube ich. Ich glaube, die Tür ist nur zugegangen. Gut, nicht wundern, ich werde sehr oft speichern. So. Gut, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo der Zombie ist. Ich laufe jetzt einfach mal hier längs. Ich glaube nämlich nicht, dass der hier irgendwo in der Ecke hockt. Zumindest nicht danach aus. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ihr seht. Ich sehe relativ wenig, beziehungsweise in solchen Ecken wie hier zum Beispiel gar nichts. Und das gestaltet sich jetzt teilweise dann als echt schwierig. So, dann wandere ich einmal schnell hier rein. Ich glaube, hier gab es noch was zu holen. Genau. Da oben nämlich. Hey, gib mir. Und ich glaube, das war's auch. Jetzt muss ich nur gucken, war hier irgendwas dahinter? Ich glaube nicht. Hey. Hey. Dankeschön. Nee, nix. Wie erwartet. So, was haben wir hier? Nichts, nichts, nichts. Gut. Einmal hinhocken, speichern, wie immer. Und dann muss ich zusehen, dass ich hier... Oh mein Gott. Ich glaube, da unten... Wartet, wie lehne ich mich nach vorne? So. Ich glaube, da unten ist irgendwo einer von diesen Hammeriten-Untoten-Viechern. Müsste aber, glaube ich, auch erstmal darüber. Ich guck mal. Ach, ich hab's ja schon fast vermisst, mein Facebook. Okay, einmal speichern. Und jetzt Geronimo! Was denn, keiner hier? Ernsthaft? Okay. Irgendwo hier muss noch ein Zombie sein. Ich kann meinen Knüppel nicht ausrüsten. Warum? Weil ich den hier nicht brauche, oder was?
Boah, ich sehe hier überhaupt nichts. Das ist doch voll schlimm. Warum sehe ich denn hier nichts? Oh Gott. Geh mal eben hier hoch. Ah! Stirb, Zombie. Uff. Ist hier noch einer irgendwo? Eigentlich müsste hier noch einer. Da oben ist noch einer, das weiß ich. Aber ist hier noch irgendwo einer? Oh, das. Oh Gott, nein. Oh, es ist keiner. Puh. Hier sind noch drei Moospfeile. Sehr gut. Und hier geht's runter in den Keller. Genau, da muss ich aber, glaube ich, gar nicht hin. Sondern... Das ist irgendwie so ein bisschen verbuggt hier. Ich durchsuche mal hier die... Da ist nämlich noch was. Genau, das wusste ich nämlich auch. Dass hier irgendwo noch etwas Wertvolles rumliegt. So. Den Rest später. Gut, hier muss ich nämlich erstmal Schloss knacken. Und es dauert ein Weilchen, soweit ich weiß. Oh, doch nicht. Ging schneller als erwartet. Ach Gott. Oh, Feuerfall. Und Moosfall. Ich sehe hier wirklich überhaupt nichts. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier unten nichts ist. Das ist ähnlich wie in diesen Magiertürmen. Da habe ich nämlich auch nichts gesehen. So, willkommen in der Sternenwarte. Buch blende ich euch wie immer ein. Gewiss sieht der große Erbauer mit Wohlwollen auf unseren Kreuzzug wieder die wilden Mächte herab, den wir mit dem in seinem Namen geschaffenen Werkzeug ausführen. Hier in diesem Turm habe ich mit Hilfe der optischen Instrumente viel über die Bewegung jener Lichter erfahren, die der Erbauer über uns angeordnet hat. Die göttliche Macht des Mondes und der Sterne hat sich in einem See gebündelt, den ich den Mondsee genannt habe. Ich hatte gehofft, dass das Wasser dieselben Eigenschaften aufweist wie Weihwasser, doch das ist nicht der Fall. Es muss sich jedoch der Gnade des Erbauers erfreuen. Allen heiligen Symbolen, die in den See getaucht werden, verleiht es den Segen des Erbauers. Ich werde weiter nachforschen, um zum Ruhm des Erbauers Wissen zu gewinnen. Bruder Renaud. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was da drin stand, aber hier ist auf jeden Fall Luna Pool, der geweiht wurde durch die Sterne, mehr oder weniger. Und hier können wir es aufmachen. Sodass wir einen wundervollen Blick in die Sterne haben. Leider kann ich hier nicht durchgucken, finde ich ein bisschen schade. Aber ich möchte gerne mal gucken, ob hier irgendwas dahinter ist. Kann man das überhaupt? Kann man kaputt machen. Ist aber nichts dahinter. Ups. Da auch nicht. Und da auch nicht. Schade, schade. Gut, und jetzt suchen wir uns mal unser heiliges Symbol raus. Und werfen das dann mal da rein. Zack. Und wie ihr seht, ist es jetzt ein Blessed Holy Symbol. Also ein geweihtes oder gesegnetes heiliges Symbol. Damit haben wir diesen Auftrag auch erfüllt und können uns wieder auf den Weg rüber zu Bruder Morus machen. Kann man eigentlich, ich möchte mal ganz kurz was ausprobieren. Ich meine nämlich, man könnte mit den Feuerpfeilen, die Fackeln anmachen. Oder war das in einem anderen, war das auch in einem anderen Teil? Ich weiß es nicht. So wie man mit, tada, seht ihr? Und schon habe ich Licht. Und sehe aber trotzdem nichts. Beziehungsweise nicht viel mehr als vorher. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Zumindest nichts, was ich mitnehmen kann. Gut, aber dann weiß ich schon mal was mehr. Und müsste mich dann jetzt nur noch rüber begeben. Beziehungsweise hier. Nicht den Aufzug nutzen. Direkt nochmal Feuerpfeile habe ich ausgerüstet. Okay, wie komme ich denn jetzt zurück und da hoch, ne? Ja. Hier rennt nämlich auch noch ein Zombie rum. Da unten der nämlich. Hallo, hallo. Oh, shit. Da hat einer leider nicht gereicht. Aber
Noch habe ich genug. Noch kann ich mir das erlauben. So, hier haben wir noch was zum Mitnehmen. Und hier haben wir eine wichtige Kiste. Mit einem Cemetery-Schlüssel. Ich meine, das wäre der Schlüssel zum Friedhof. Den ich definitiv auch brauche. Zwar später, aber ich brauche ihn auf jeden Fall. So, und jetzt gehe ich einmal... Höher geht's, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee. Oder? Doch? Geht's nochmal höher? Oder geht er dann runter? Nein, er geht runter. Ich will aber nicht nochmal runter. Ich habe das, was ich brauchte und das, was ich will. Und dann ist gut jetzt. So. Einmal speichern. Und raus hier. Oh, Waffen am besten weg, sonst bin ich zu sehr sichtbar. Schnell, schnell, schnell. Go, Cochetta. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Muss ich jetzt wieder hierhin zurück? Und den hier treffen, oder? Excellent. With that holy symbol, thou art truly a novice of the order. Confound it, I seem to have misplaced my prayer book. Novice, please go get it for me. It's called the Prayer of Consecration. I don't have any idea where I was last reading it. Ja. Also, sein Gebetsbuch muss ich jetzt finden. Weil ich ja noch nicht genug für ihn gefunden habe. Mein Gott, der geht mir auf den Piss. Kloster, genau. Hier muss es irgendwo in der Bibliothek gehen. Ich weiß noch nicht genau wo. Hier komme ich gerade her, richtig? Da war dieses irgendwas Hinterhofmäßige. Könnte das die Bibliothek sein? Nein, hier ist ein Badehaus. Ist ja auch interessant. Oh, hier gibt es auch bestimmt Wasserpfeile. Ja, natürlich gibt es hier Wasserpfeile. Dann wässern wir unseren Kadaver mal. Weil sich nasses Leder so wundervoll anfühlt. Oh, eine Toilette. Und hier komme ich, glaube ich, auch runter in den Keller dann. Gibt es da hinten noch irgendwas? Hast du irgendwas für mich hier? Das ist ein komisches Gesicht. Die Gesichter gibt es irgendwie überall. Die sind schon so ein bisschen unheimlich. Ich werde überlegen, ob ich mal kurz da runter gehe. Wenn das irgendwas bringt. Feuerpfeile. Bitte. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Ich höre ihn schon. Ich höre das unheilverkündende Kettenrasseln. Muss ich kurz gucken, wo er herläuft. Okay, wenn er jetzt gleich rumdreht, kann ich ihm dann folgen. Komm schon. Komm schon. Geschafft. Boah, da kriege ich immer richtig Herzklopfen bei diesen Viechern, wirklich. Weil die auch so unglaublich stark sind meistens. Gefährlich. So, hier gab es irgendwas zum Mitnehmen. Was ist das? Keine Ahnung. Kann ich offensichtlich nichts mit anfangen. Schade, schade. Ich weiß aber, dass es hier irgendwas zum Mitnehmen gab. Löffel will ich nicht. Das ist das Regal von der falschen Seite. Hallo? Bin ich jetzt blöd? Hier gab es doch was zum Mitnehmen. Bin ich jetzt... Er ist vollkommen... Ey, lass mich hier durch. Aha! Wusste ich's doch. Ist hier unten noch irgendwas? Nein. Das ist eine Truhe. Hier ist auch noch was zum Mitnehmen. Wonderful. Hat mich mein Instinkt hier doch nicht getäuscht. Und ein Heiltrank. Oh, wundervoll. Und bitte nicht wieder direkt einsetzen. Danke. Schädel will ich nicht. Ich würde jetzt gerne noch an diese Truhe ran hier. Ups. Brauche ich dafür einen Schlüssel?
oder kann ich das? Ach nö, das kann ich einfach so offen. Oh, Weihwasser. Weihwasser ist sehr gut. Weihwasser ist wundervoll. Sieht aus als... Nee, alles gut, okay. Gut, auf jeden Fall speichern. Und mal kurz hier rüber lunzen. Ich würde immer noch jetzt gerne die Bibliothek finden, damit ich das hier endlich abschließen kann. Gut, nee, das schaue ich mir vielleicht noch ein andermal an. Wenn ich auch wirklich hier runter muss. Ich weiß auch gar nicht genau, was es hier unten gibt. Das ist das Problem. So. Wo komme ich denn hier hin? Nee. Hier wieder in dem Innenhof? Ne, wo bin ich denn hier? St. Wales. Garden. Also ich weiß jetzt halt leider nicht, wo die Bibliothek drin ist. Ich gucke mich jetzt einfach mal da drin um. In der Hoffnung, dass sie hier ist. Das ist, meine ich, das einzige Gebäude, in dem ich noch nicht... Perfekt! Wer sagt's denn? Na, bin ich gut oder bin ich gut? Sagt, dass ich gut bin. Ja. Blende ich euch wie immer ein. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich höre hier nämlich einen Geist. Irgendwo höre ich einen Geist. Da hinten kann ich rein. Das ist irgendwie ein fieses Geräusch. Ich mag das nicht. Hallo Geist? Geist, wo bist du? Bist du hier? Nein. Irgendwas will mich hier veräppeln. Ich mag es nicht, veräppelt zu werden. Oh, noch ein Heiltrank. Oder sind die da unten? Kann natürlich auch sein, dass die da unten sind. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass die da unten sind. Ich versuche jetzt mal hier hochzukommen. Okay. Da brauche ich allerdings Seilpfeile für. Weil ich glaube nicht, dass ich so hier hochkomme. Zack. So. The Prayer of Consecration. Oh, Master Builder. Genau. Prayer Book, da haben wir es doch. Brauche ich jetzt nicht wirklich vorlesen, weil das macht nachher jemand anders für mich. Und ansonsten nochmal gucken, ob es hier irgendwas gibt, was ich... Achso, den Seilpfeil sollte ich vielleicht mitnehmen wieder. Versuche ich mal hier rüber zu kommen. Ganz elegant, galant. Oh, ja, das war richtig elegant. Sehr gut. Ich kann auch bestimmt auf den Tisch und von dem Tisch aus dann da hochspringen, oder? Hopp. Ach, schade. Naja, hätte ja klappen können. Gut, ich will hier aber nochmal hochgucken. Mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. So, wieder mitnehmen. So, ich glaube aber nicht. Sieht nicht danach aus.
Schade, ich hätte eigentlich noch mit irgendwelchen Geheimgängen oder sowas gerechnet, hier hinter diesen Bücherregalen, aber nein. Offensichtlich gibt es hier nichts weiter. Aber hier gibt es einen Aufzug, den ich mir jetzt einmal hier hochhole. Und was da unten ist, sehen wir uns aber in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao!